Hallöle, mal wieder ein fruchtiges Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Ja, wir sind immer noch in der Wüste. Letzte Folge haben wir hier ja auch das Rätsel der sieben Gerudo-Kriegerinnen gelöst. Und hier unten das südliche Irrschloss gemeistert. So eine Art Labyrinth. Haben uns auch ein bisschen verlaufen. Und nun dachte ich mir, hier gibt es so richtig, richtig coole Sachen, dass wir doch noch eine weitere Folge machen. Und nächste Folge geht es dann endlich weiter. Und wir haben ja noch hier unten einen Schrein. Den müssen wir uns noch besorgen. Hier gibt es noch eine Südoase und ein Sandrobbenrennen. Das habe ich gerade mal kurz entdeckt. Das ist nämlich direkt neben der Stadt. Richtig, richtig cool. Wo willst du hin? Robbe? Okay. Langweilt sich, glaube ich. Ja, hier gibt es nämlich ein Sandrobbenrennen. Und als Belohnung gibt es anscheinend diese Kugel hier. Momentchen mal. Das Ding ist ein uraltes Artefakt, das nur der Beste im Sandrobbenrennen erhält. Fass es bloß nicht an. Ja, und man sieht schon, da ist irgendwo ein versteckter Schrein dann. Richtig cool. So, natürlich machen wir dieses Rennen. Ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen werden. Aber egal. Was denn? Belästige Paio gefälligst nicht. Der Titan ist fort und wir können endlich wieder die Rennstrecke nutzen. Paio konzentriert sich, um sich auf das Sandrobbenrennen vorzubereiten. Oder willst du dich an den Rekord der ungeschlagenen Paio wagen? Wer bist du? Wer ist Paio? Und was ist ein Sandrobbenrennen? Du hast noch nie vom weltberühmten Sandrobbenrennen gehört? Hätte nicht gedacht, dass es so jemanden noch gibt. Unglaublich, oder Paio? Die ist sehr gesprächig. Man steuert eine Sandrobbe und versucht, auf dem Weg zum Ziel bestimmte Tore zu durchqueren. Das ist das Sandrobbenrennen. Wenn man seine Sandrobbe verliert oder die Rennstrecke verlässt, ist man natürlich disqualifiziert. Paios Rekord liegt bei 1 Minute und 30 Sekunden. Wenn du den Rekord schlagen kannst, gehört dir die Trophäe. Diese ganz besondere Trophäe wurde in den letzten 10.000 Jahren von Champion zu Champion weitergereicht. Sieh dir unseren jetzigen Champion noch mal genauer an. Das hier ist Paio. Willst du dich an ihrem Rekord versuchen? Selbstverständlich. Ganz vergessen, das zu erwähnen. Die Gebühr für die Herausforderung des Champions beträgt 50 Rubine. Okay, das ist heftig viel. Alles andere kostet irgendwie 10 Rubine oder so. So, los geht's. Es hat sich jemand gefunden, der sich nicht scheut, Leib und Leben beim Sandrobbenrennen zu riskieren. Die haben nie was vom Leben riskieren gesagt. Wird er es schaffen, den bisherigen ungeschlagenen Rekord des Champions zu brechen? Die Bestien der Wüste, die Sandrobbe ist bereit. Erreichst du das Ziel in 1 Minute und 30 Sekunden, ohne ein Tor auszulassen? Also dann, zählen wir die Sekunden bis zum Start. Wow, das ist ja richtig hier so ein Highlight. Los geht's, Robbe. Das wird bestimmt total schwer. Vor allem die Ziele alle zu finden. Los, Vollgas, Robbe. Da war gerade ein Krog auf dem Stein. Zufällig gesehen. Jetzt ist die große Frage. Müssen wir hier außen rum? Ja, ich glaube. Jetzt ist die große Frage, wie viele Tore kommen denn überhaupt? Und ist das Ganze überhaupt schaffbar oder ist es nicht schaffbar? Oh, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht irgendwo gegensteuern. Das ist, glaube ich, das Gefährlichste. Boah, da müssen wir lang. Los, Robbe. Uah, jetzt kommen auch noch Steine an. Was macht ihr denn da? Boah, da vorne jetzt noch durch ein Monsterlager. Ach du Heilige. Hallo. Alles klar, Boy? Lass mich raten. Das ist aber hoffentlich nicht das Ziel, oder?
Weil das ist dann ein bisschen armselig. Das ist das Ziel. Jetzt ohne Witz. 1:17 und 200stel. Ein neuer Rekord. Jetzt ohne Witz, das war alles? Das war wirklich alles? Das war jetzt aber nicht wirklich deren Ernst, oder? Ich bin gerade echt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich habe mir das deutlich schwerer vorgestellt. Unglaublich. Ich glaube, das hier gehört dir. Okay. Es gibt einen Spruch, den seit 10.000 Jahren jeder Champion seinem Nachfolger weitererzählt. Wenn die heilige Kugel auf dem Sockel prangt, der Auserwählte neue Kraft erlangt. Bisher wurde diese Kraft allerdings noch niemandem zuteil. Mir ebenfalls nicht. Aber du bist irgendwie anders, das kann ich spüren. Du solltest es versuchen. Wir haben einen neuen Champion. Das fand ich cool mit dem Rennen, aber ich muss ehrlich sagen, es war viel zu einfach. Wo war denn da die Herausforderung? Jetzt mal ehrlich. Ich dachte, man muss da jetzt irgendwo Slalom durch irgendwelche Tore fahren und so. Nö. Jetzt legt die Kugel da rein. Jetzt kommt der Schrein da vorne. Ja, haben wir gleich den nächsten Schrein. Dann können wir uns auch, glaube ich, schon wieder ein neues Herz holen. Richtig cool. So. Den machen wir natürlich. Der Champion. Geschafft. So, jetzt schnell hier rein. Und mal gucken, was uns erwartet. Aber die 50 Rubine waren es auf jeden Fall wert. Ja, gut, 50 Rubine hätte ich auch ein bisschen heftig gefunden, wenn man das wirklich 20, 30 Versuche hätte schaffen müssen. Und schon wieder ein Schrein, wo wir einfach nur durchlaufen können. Ein Sonnenschild, wie cool. Das kennen wir noch gar nicht. Wir haben natürlich mal wieder keinen Platz. Das ist nicht so gut, ne? Können wir wegwerfen. So. Cool. Dann haben wir das auch. Da ist nix. Ich dachte, da wäre noch ein Schatz. So. Das längste an diesem Schrein sind wirklich die Ladezeiten, um rein und rauszukommen. Das ist traurig. So. Da haben wir 4 Abzeichen. Cool. Die Idee mit dem Sandrobbenrennen fand ich echt cool. Ich hoffe, es gibt vielleicht noch eine Möglichkeit, dass man das nochmal machen kann. Mit schwereren Strecken oder so. Das wäre halt echt cool. Das werden wir dann aber später irgendwann mal machen. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, ob unsere Robbe überhaupt noch da ist. Ich hoffe, aber leider wahrscheinlich nicht. Nö, sieht nicht danach aus. Unsere Robbe ist mal wieder nach Hause gegangen. Kann man jetzt noch mehr machen? Momentchen mal. Was bleibst du denn so ruhig? Das ist ja wohl ein Schrein, oder? Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Hihi. Naja, wenigstens habe ich gegen den Auserwählten verloren. Das ist eigentlich eine Ehre. Also wirklich, Paju. Dich beunruhigt das auch nicht weiter. Ich hätte fast einen Herzkasper bekommen. Das hat mich mindestens 3 Jahre meines Lebens gekostet. Nur 3 Jahre? Hä? Wie bitte? Gut. Die ganze Aufregung hat mich 3 Jahre meines Lebens gekostet, aber jetzt haben wir wenigstens ein neues Ziel. Den neuen Champion entthronen. Ich werde nicht ruhen, bis Paju wieder die Beste der Besten ist. So, genug geplaudert. Wo du schon mal hier bist, willst du ein Rennen versuchen? Auch als Champion musst du aber 100 Rubine zahlen. Das machen wir später. Das machen wir irgendwann später, aber klingt cool, dass wir jetzt noch mehr machen können. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir wieder in die Stadt kommen, uns noch eine Robbe mieten und dann
holen wir uns den nächsten Schrein. So, hier sind noch ein paar Frostmelonen, die nehmen wir natürlich mit. Kann man, denke ich, immer gut gebrauchen. Ich muss auch unbedingt noch diese Vögel fotografieren, aber die fliegen jedes Mal weg. Das ist voll nervig. Doofe Vögel, ich hasse euch. So, du schon wieder. Stimmt, dem habe ich ja die Schuhe abgezockt. Ach, wir können uns gleich nochmal das Herz holen. So, ich erbitte Herzen. Ja, wie cool. So. Und dann haben wir das nächste Herz. So, Herz Nummer 10 ist das sogar schon, glaube ich. Cool. Dann haben wir ja schon die Hälfte. Ja, ich möchte eine Sandrobbe mieten. Ich robbe. Ja, danke. Gutes Robben. So. Wir müssen jetzt genau da hinten hin zum Schrein. Mal gucken, was uns da erwartet. Beziehungsweise wir könnten eigentlich vorher mal an der Oase vorbei. An der Südoase da hinten. Mal gucken, was sich da befindet. Was ist das hier? Ach, das ist ein Echsenviech. So, ja. Hier weht auf jeden Fall wieder Wind. Gut, da kommt man auf jeden Fall auch irgendwie hoch. Hier rennt irgendwo ein Moldora-Viech rum. Wo ist es? Ich glaube, hier kommt es nicht hin. Ich hoffe, es frisst nicht unsere Robbe. Ich hoffe, es frisst die Wölfe. Da haben wir dann wieder so eine Truhe. Ich habe gerade keine Ahnung, wo das Viech ist. Ich habe ein bisschen Angst. Ich möchte gerne die Truhe haben, aber es ist gar keine richtige. Es ist wieder so ein Schatztyp, ne? Ja, das war wieder. Holy, hat der einen Schaden gemacht. Wir klettern hier mal lieber hoch. Hat der gerade. Der hat gerade den Schatz Octorok gegrillt. Wow, die machen aber Schaden hier. Da müssen wir echt aufpassen. Wir rennen natürlich auch wieder mit so einer Gammelrüstung rum, fällt mir gerade auf. Hä, ich habe doch erst so viel gekocht. Ach, hier. So, haben wir noch irgendwas, was ganz wenig heilt? Haben wir nicht noch Matsche irgendwo? Nö. So, jetzt schnell die Rüstung wechseln. Ach ja, ist das schön. So, jetzt können wir mal schnell das hier aufsammeln. Wow! Es gab jetzt immerhin 6 Rubine, das war jetzt nicht so viel. Oh, hier kommt wieder irgendwo das Moldora-Viech an. Ich glaube, das war einmal zu viel. Obwohl, das schaffen wir. Wir können ja zum Glück mit dem letzten bisschen nochmal springen. Ja, hier ist irgendwie Unglaubliches. Gar nichts. Hier ist ein Pilz. Ist noch ein Pilz. Aber ansonsten das hier echt armselig aus. Da vorne ist irgendwas. Das ist eine Truhe. Da war eine Echse. Hier haben wir irgendwie Eicheln. Wo bitte kommen hier Eicheln her? Jetzt ohne Witz. Da oben ist ein Krog. Den hätte ich fast übersehen. Cool. Ja, ich habe dich entdeckt. 11 Stück haben wir wieder. So, da kommt leider nichts raus. Bombenpfeile mal 10, das ist auch recht lustig. Was ist das für ein Echsenviech? Eine Spurtechse. Haben wir die auch gleich mal fotografiert. So, die ist weg. Wo ist jetzt unsere Robbe? Gute Frage. Da nix Robbe. Wegen 10 Bombenpfeilen hier hoch, das lohnt sich doch gar nicht. Da unten ist das Echsenviech.
Viech, das heißt, da ist die Robbe. So. Los geht's. Jetzt Richtung Schrein, der müsste da drüben sein. Da ist schon wieder so ein... Oh, da ist das Viech. Davon müssen wir auch noch eins besiegen, aber ich habe keine Ahnung, wie man das am besten macht. Deswegen lassen wir das Ganze erstmal. Das verfolgt mich jetzt aber nicht. Nö, er schwimmt einfach rum. So, ich hoffe, hier vorne gibt es nicht solche Viecher. Aber die scheint es mehrfach zu geben. Ich dachte immer, die Bosse gibt es nur einmal, aber ich habe auch im Tagebuch-Dings da geguckt. Es gibt auch dieses Hinox-Viech, was wir mal besiegt haben, mehrfach an verschiedenen Stellen anscheinend. So, hier ist nämlich auch irgendwas Besonderes. Wo ist der Schrein? Wo ist der Schrein? Hallo? Wo ist der Schrein? Hier oben wahrscheinlich. Da. So. Gut, die Robbe ist nicht gegengerauscht. Jetzt haben wir hier mal wieder ein Misu-Schrein. Sogar eine Quest. Wo ich den Schrein noch gerade gefunden habe. Hö, ich habe so einen Durst. Kann mich nicht bewegen. Ich will nur einen, nur noch einen allerletzten Schluck. Einen schönen, eiskalten Weiwilwoi. Na toll. Jetzt kommen wir hier nicht rein, weil diese komische Tussi einen Drink haben möchte. Als wenn wir irgendwie ein Kellner wären oder so. Oder ein Barkeeper. Das ist natürlich nicht optimal. Vor allem, wir kriegen den, glaube ich, gar nicht, weil wir halt nicht mal volljährig sind. Das ist das Problem. Da müssen wir dann erst was anderes lösen. Aber wir lösen erstmal das Krog-Rätsel. So. Hallo, mein Freund. Hab ich dich? Ja. Hallo. Ja. Tschüssi. Tja, jetzt können wir nicht mal den Teleportpunkt hier hin machen. Das war natürlich nicht so ganz optimal. Wir haben ihn auf jeden Fall entdeckt. Jetzt ist er so, ja, komisch markiert. Jetzt bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als zurück zur Stadt zu gehen. Dann gehen wir mal nach hier oben. Weil den Weiwilwoi können wir sowieso noch nicht kaufen. Ich habe keine Ahnung, wie wir an die Bar rankommen. Da kriegen wir auch noch so einen Geheimcode für diesen geheimen Raum da hinten. Ich habe keine Ahnung. Das werden wir noch herausfinden. Hoffentlich. Jetzt gucken wir aber erstmal, was sich da oben in den Ruinen befindet. Da können wir ja zu Fuß hinlaufen, genau. Und dafür, da gibt es garantiert genug Gegner. Dann rufen wir mal wieder unseren lieben Freund. So, komm her. Du hast wieder Auslauf. Da gibt es garantiert mehrere Krogs, das denke ich mir jetzt schon. Wir sollten uns auf jeden Fall heilen, das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Was habe ich denn Schönes? Das können wir mal futtern. Und jetzt haben wir noch hier. Ja, das reicht. Da hinten ist der Turm. Da möchte ich ganz gerne hin. Mal gucken, ob wir das irgendwie schaffen. Hier ist anscheinend nichts. Sehe auch keine Gegner oder so. Natürlich kann jetzt hier überall was drauf sein. Können wir mal hier hochklettern. Ich glaube, er hat einen Gegner gefunden. Ja, hast du einen Spielgefährten gefunden? Viel Spaß. So, hier ist nämlich überall gar nichts. Da hinten ist noch ein Gegner. Da vorne ist noch... Ach, das ist die Oase, die wir schon kennen. Da hinten ist was ganz Komisches. Da ist eine Fahne, das ist ein Haus oder sowas. Und da oben ist ein Krog drauf. Da oben sind noch Ruinen und da ist der Turm. Das ist gar nicht so weit. Uah, mein Wolf kriegt hier gerade richtig Schaden. Ärgerst du bitte nicht meinen Wolf? Boah, ich hasse diese Elektroviecher davon. Die sind so nervig.
Da ist schon wieder einer. Die halten so viel aus, diese Elektroviecher vor allem. Und die machen halt auch ordentlich Schaden. Ach ja, ich muss bald schon wieder was kochen. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie eine Schwachstelle haben. Die gehen deutlich schneller down. Das ist sogar eine richtige Truhe. Das auch. Okay. So, ein Ritterschwert. Das können wir natürlich wieder nicht mitnehmen, weil wir wieder keinen Platz haben. Das Ritterschwert ist aber, glaube ich, gar nicht so schlecht. Zwei Rubine, das ist auch mal wieder armselig. Ach, wie cool. So, Schatz Nummer 1. Saphir. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Schatz Nummer 2. 10 Holzfallen. Kann man auch gebrauchen. Ist jetzt nicht mega gut. Was schmeißen wir denn jetzt bitte weg? Die ist zwar übelst stark, würde ich sagen, aber die kann weg. Dann nehme ich lieber das Ritterschwert. Denn das Ritterschwert müsste... Ja, 26 Angriff. Das ist wirklich nicht schlecht. Und wir müssen irgendwas futtern. Am besten... Ach, es ist kalt. Wir frieren gerade voll. So. Jetzt können wir hier in Ruhe langlaufen. 9 Minuten sollten mehr als ausreichend sein. Hast du schon wieder irgendwas gefunden? Oh. Nervig. Das geht nicht mehr. Jetzt noch einer. Sterb doch bitte. Warum sterben die nicht? Das war doch der... Ach, da lebt noch ein Kopf. So. Alle Köpfe weg. Da hinten lebt noch so ein Viech. Okay, hier ist echt Party im Gange. Hä? Ach, das sind mehr als 3. Ich hab doch nicht mal meinen Kopf. Hä? Lebt hier irgendwo noch ein Kopf? Ich bin verwirrt. Hallo? Da ist wieder so ein starkes Exile-Schild, das kennen wir schon. Hä? Ihr lebt nicht mal mehr im Kopf. Eigentlich müsstet ihr sterben. Das verstehe ich nicht ganz. Das ist ein bisschen unlogisch. Aber okay, irgendwas ist da nicht richtig. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen buggy. Da ist schon wieder eine Truhe. Können wir die rausziehen? Ja, die können wir auch rausziehen. Alter, gibt es hier viele Schätze. So. So ein Gammel-Gerudo-Bogen schon wieder. Da drüben sind nirgendwo Schätze, glaube ich. Nö. Da ist schon wieder... Die sind nicht ganz so stark, die Feuerviecher, finde ich. Vor allem... Jetzt rennt er erstmal weg. Bleib stehen! Jetzt speit er erstmal Feuer. Der macht auch keinen Schaden. Also die Elektroviecher sind echt deutlich stärker, finde ich. So. Genug rumgespielt hier mit denen. Da ist noch so ein Viech. Und ich glaube, da oben drauf müsste irgendwo der Krog sein. Hallo? Da. So. Jetzt. Ah, die sind so verdammt nervig. Mein Ritterschwert ist gleich wieder kaputt. Immerhin. 5 Pfeile. Feuerpfeile sogar. Wie cool. So, jetzt müssen wir hier hoch. Den Krog hole ich mir noch schnell. Und eigentlich wollte ich dann ja nächste Folge weitergehen, aber irgendwie schaffen wir das gar nicht alles in dieser Folge. Das wird viel zu lang sonst. Schade.
Aber der Turm da oben ist natürlich der Weg in ein neues Gebiet. Ich glaube, da fliegt schon wieder irgendwas Elektromäßiges rum. Ja, eine Fledermaus. Da kommen wir gar nicht hoch. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Hallo? Ach, relativ simpel. Erstmal müssen wir nämlich hier hoch. Dann aufladen und dann müssen wir darüber fliegen. So. Wollt ihr mich veräppeln? Ja, das schaffe ich doch nie im Leben. Das habe ich jetzt schon verhauen. Oder? Wow. Nice. Cool. Haben wir den auch. 13 Stück haben wir wieder. So. Ach, das ist unser Wolf. Ich dachte, was steht da gerade rum? Warum der sich schon wieder portet, weiß ich auch nicht. An manchen Stellen ist dieses Spiel echt seltsam. Eine Fledermaus. Hallo. Tschüss. So. Die können wir auch gebrauchen. Irgendwann mal. Ist hier irgendwo ein Schatz? Was ist das eigentlich? Ach nö. Schon wieder keine Waffe mehr. Ich mache jetzt mal die Waffen kaputt, die so fast kaputt sind. Da. Kaputt. Der hat einen Bogen. Was hat denn der für einen Bogen? Ich möchte wissen, was das für ein Bogen ist. Ein starker Exhalfos-Bogen. Ich will das wegschmeißen. Den haben wir aber, glaube ich, schon. Ein starker Exhalfos-Bogen. Da, Exhalbogen, 36. Der ist nicht schlecht. Der ist echt nicht schlecht. Nee, starker Stahl. Ach, das ist der schwächere von den beiden. Na toll. Warum nennt man die Bögen auch alle fast gleich? Das ist total nervtötend. Was ist das hier? Da kann man auf jeden Fall hoch. Eiskeller im Norden. Die Frau in der Bar hat gesagt, solange wir nicht wissen, wie das richtige Eis hergestellt wird oder so, kann sie uns nichts verkaufen. Oder wenn wir nicht den Unterschied zwischen Eis und Gerudo-Eis wissen oder sowas. Und eine andere hat irgendwas gesagt von wegen, das Eis für den Palast kommt aus dem Eiskeller des Palastes. Ich habe aber nie einen Keller gefunden und ich hatte mich schon gewundert. Der ist hier drüben. Irgendwo am Arsch der Welt. Ach, wie cool. Gott, dann würde ich sagen, wir machen das doch nochmal in der nächsten Folge. Hier, diesen Eiskeller. Mal gucken, was wir da machen müssen. Und dann hoffe ich doch, dass wir da irgendwo hochklettern können. Da vorne vielleicht. Und dann holen wir uns den Turm da oben. Und dann geht's auch endlich weiter in der Welt. Ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Wie immer, schön fruchtig bleiben. Ciao.